Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMOVE-Video. Freunde, heute machen wir mit der Z-Reihe weiter und nehmen den Z4 der ersten Generation unter die Lupe. Alles, was du beim Gebrauchtwagenkauf wissen musst, jetzt in unserem Gebrauchtwagen-Tipp-Video zum BMW Z4, E85 und E86. Vorher noch schnell etwas in eigener Sache. Wenn ihr Bock auf automobile Themen im Livestream habt, schaut gerne bei uns bei Twitch unter www.bavmo.tv vorbei oder auf unserem Zweitkanal Boxengasse, wo wir die Highlights des Streams hochladen. So, genug gequatscht, nun ab zum Video. Los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Der BMW Z4 wurde mit zwei Karosserieformen angeboten. Den Anfang machte die Roadster-Variante, welche 2003 in Deutschland auf den Markt geworfen wurde. Das Coupé folgte erst mit der Modellpflege des Roadsters im Jahre 2006. In den USA wurde der Z4 Roadster bereits ab 2002 angeboten. Die Basis teilt sich der Z4 mit dem 1er BMW der ersten Generation. Der Z4 war ein solcher Verkaufserfolg, dass es das Modell mittlerweile in der dritten Generation gibt und er mit zu den beliebtesten Roadstern weltweit gehört. Das Navi im Z4 der ersten Baujahre war eine Besonderheit, denn obwohl sich der Z4 die Basis mit dem 1er teilte, war das Navi eher vergleichbar mit dem aus dem E46 bzw. E39. Ein iDrive-System sucht man im ersten Z4 vergeblich. Dieses gab es nämlich während der gesamten Bauzeit nicht bei diesem Modell. Was sich der Z4 noch mit dem E46 teilte, waren Antrieb und Getriebe des M3, welches im Z4M verbaut wurde. Die Motorenpalette beim Z4 dürfte viele klassische BMW-Fans erfreuen, denn es gab bis auf ein Modell nur 6 Zylinder, beim Coupé gab es überhaupt keine 4-Zylinder-Variante, dort gibt es nur pure, rein 6-Zylinder-Emotionen. Dieselfans kommen beim Z4 nicht auf ihre Kosten, denn es gab ausschließlich Benzinmotoren. So fing es mit dem einzigen 4-Zylinder mit 2 Liter Hubraum und 150 PS an und endete erst beim 3,2 Liter 6-Zylinder mit 343 PS. Das Coupé gab es nur als Spitzenmodell, also als 3.0 SI und Z4M. Beim Roadster waren alle Motorisierungen möglich. Noch eine nette Randinfo für die sportlichen Fahrer. Der Roadster ist minimal leichter als das Coupé ist dafür aber immens steifer. Wenn ihr kein Gebrauchtwagen-Tipp-Video mehr verpassen wollt, dann würden wir uns über einen Daumen hoch und ein Abo samt aktivierter Glocke freuen. Und nun weiter im Text. So wie in jedem Gebrauchtwagen-Tipp-Video von uns gibt es natürlich auch beim Z4 wieder das typischste aller BMW-Probleme, die Achsen. Durch die sportliche Auslegung der Fahrwerksabstimmung und meist auch sportlichen Fahrweisen der Vorbesitzer werden diese überdurchschnittlich hoch in Mitleidenschaft gezogen. Hier sollte man also stark darauf achten, um nicht beim nächsten TÜV eine böse Überraschung zu erleben. Die Spaltmaße der Haube sollte man unter die Lupe nehmen, denn diese ist aus Alu und dadurch etwas weicher als eine aus Stahl. Durch die Länge der Haube wirkt sich das über die Jahre auf den Straßen dann auch auf die Spaltmaße aus. Das Problem ist leicht zu beheben, indem man diese einfach nachjustiert. Leichte abweichende Spaltmaße deuten hier also nicht direkt auf einen Unfall hin, dennoch sollte man deswegen nicht nachlässig werden bei der Begutachtung.
Beim Roadster sollte man die Verdeckmotoren überprüfen. Hier sammelt sich gerne Feuchtigkeit und kann zu einem Defekt führen. Man sollte das Verdeck also auf Funktionalität prüfen und auch einer Sichtprüfung auf Feuchtigkeit unterziehen. Generell ist der Heckbereich anfällig für Wassereinbrüche. So sollte man den gesamten Kofferraum und auch die Rückleuchten auf Feuchtigkeit prüfen. Wenn es sich um ein Fahrzeug handelt, welches auch im Winter genutzt wurde, sollte man die Türen nach Rost absuchen. Bei reinen Sommerfahrzeugen tritt dieses Problem eher selten auf. Beim einzigen Vierzylinder im 2.0i Roadster, welcher einen N46-Motor verbaut hatte, muss man stark auf den Zustand achten. Denn leider ist das ein großes Problemkind bei BMW gewesen. Hier sollte man darauf achten, ob Valvetronic und Steuerkette bzw. Kettenspanner beispielsweise schon getauscht wurden oder ob es klackernde Geräusche aus dem Bereich des Kettentriebs gibt. Beim 2.2i, 2.5i und 3.0i im Vorfacelift, in welchem der M54 verbaut ist, welche aus dem E46 und E39 stammen, kann es zu hohem Ölverbrauch kommen. Hier sollte man ein Auge darauf haben. Beim S54-Motor im Z4M gilt es auf die typischen M-Krankheiten zu achten, wie zum Beispiel Ölverbrauch und vor allem, ob der oder die Vorbesitzer das richtige Öl eingefüllt haben. Der größte Knackpunkt beim S54 ist aber nach wie vor die Lagerschalenproblematik. Hier sollte man darauf achten, wann diese zuletzt gewechselt wurden. In der Regel sollte man diese je nach Fahrweise alle 40.000 bis 80.000 Kilometer in Angriff nehmen. Des Weiteren gibt es natürlich auch hier und da kleinere Elektronikprobleme, besonders bei gut ausgestatteten Modellen. Es gilt also wie bei jedem Fahrzeug, dass man sämtliche Ausstattungsmerkmale auf Funktion prüft. Die Z-Reihe war bei BMW immer recht hochwertig verarbeitet für diese Fahrzeugklasse, da Roadster-Kunden in der Regel mehr darauf achten als ein beispielsweise klassischer Dreierkunde. Das spiegelt sich auch in der Ausstattung wider, denn meist sind gebrauchte Z-Modelle recht üppig ausgestattet. So findet man beim Z4 beispielsweise Ausstattungsmerkmale wie Navigationssystem mit TV-Funktion, Aufbau ähnlich wie E46 und E39, Isofix-Kindersitzbefestigung, Tempomat, Regensensor mit Fernlichtautomatik, sequenzielles Getriebe, auch SMG genannt, M-Sportsitze, Xenon, Standheizung, Sitzheizung, PDC und noch einige weitere Ausstattungen. Der größte Pluspunkt beim Z4 ist hier aber die Verarbeitung, denn diese ist überdurchschnittlich hoch und nicht vergleichbar mit sonstigen Fahrzeugen in dieser Klasse. Eine Empfehlung ist beim Z4 natürlich immer eine Frage des Geldbeutels. Grundsätzlich würden wir hier vom 2.0i Vierzylinder abraten, da hier die Motorprobleme für massive Kopfschmerzen sorgen können. Bei den Sechszylindern kann man eigentlich bei allen getrost zugreifen, da die M54 und N52 Motoren recht robust sind. Generell empfehlen wir allerdings eher ein Facelift-Modell ab 2006, da beim deutlich moderneren Facelift auch viele kleine Problemchen behoben wurden. So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Wenn ihr live mit uns über Gebrauchtwagen und alle weiteren Fahrzeugthemen sprechen wollt, dann vergesst auch nicht bei uns bei Twitch unter www.bavmo.tv zu folgen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO-Crew.